Hallo Römer-Team-Freunde! Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange. Wir haben eine Nachricht von Nathan. Waschlappen können nicht campen. Egal, auch wenn das irgendwie Nachrichten sind, ne? Also internetmäßig oder handymäßig. Lern schreiben. Gut, gucken wir uns Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Ja. Lasst uns die Sachen ansehen, wollte ich sagen. So, Nathan war. Okay, Max, remember these names and see how Nathan fits in with all this. Nathan war Rod. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Es war am 4.10. Hier hat Rod auch nirgends. Doch. Am 30.09. Windhund. Two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Wo? Da, nee. Da. 17.40 Uhr. 900 Dollar, Alter. Im Nirgendwo. 5 Gramm. Im Nirgendwo, das passt doch. I'm getting a contact high just reading this. Hier ist er nicht drauf. I wonder what dog name Frank would have given me. Hier sind nochmal 7.10. Okay, unten rechts und oben links ist er noch drauf. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Ja, hier ist er auch nicht drauf, alles klar. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Wieso ist das manche eigentlich in blau? Aber hier ist er auch nicht drauf. Das heißt, das hier, das hier. Oh, yes. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. Sehr gut. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? That's definitely Chloe's car. Interesting. Is this Nathan's car? Yep, another car David was tracking. TWN. Okay, wir müssen eigentlich nur am 10.04. gucken. Who else was David tracking here? Es muss um 23 Uhr sein. Why the hell are you following these people? And to where? Das ist knappe 24 Uhr. 21 Uhr. There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Maybe I should have let Warren beat Nathan's ass down. Just this once. Es könnte sein. Hmm. Who does this car belong to? Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. Okay, hier sind irgendwelche Aufkleber drauf. Das hier. SXFTNDR auswählen. Nee. Da. Oh, doch 23 Uhr. Hä? Hatte ich das eben falsch gelesen?
Ja, ist der untere hier. Oh yes, now we're finally getting somewhere. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye aye, Captain. Here we come, Rachel. Neunundzwanzigster Achter, vielleicht mit 08. 29.8. Ups, bad code. Schade. Ich versuchte gerade irgend noch was drin zu lesen, aber das hier muss doch irgendwie richtig sein, oder nicht? Oder 9535, habe ich irgendwas falsch eingegeben? Yeah, I knew it wouldn't be that easy. You locked it, dumbass. Fünf, vier, zwei, zwei. Oops, bad code. Zwei, drei. Yeah, I knew it wouldn't drei, be that easy. Vier. You locked it, dumbass. Fünf, vier, zwei, fünf. Oops, bad code. Sechs. Yeah, I knew sieben. It wouldn't be that easy. Oh! Bin ich dumm? 8789 7808 8789 8789 8. Booyah! Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. Meine Güte! What up, need the G. Achso. Was geht? Brauch G. Okay. Cool. Alter, du hast mir Wasser verkauft. Arschloch. Beruhig dich, bring's mir. Auf dem Weg. Bleib weg, Bullen am Strand. Okay. Yes. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club Party. Bist du da? Fette Fete heute Nacht. Zu Hause. Unterwegs. Stopf die Pfeife. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Brauchst du dringend? Ich mach keine Hausbesuche. Du hast ein Auto. Keine Zeit. Ich zahle das Doppelte. Allerdings, wehe, du hast es nicht bar. Keine Spielereien. Adresse? Ich ruf dich für eine Wegbeschreibung an. Auf dem Weg. Halt das Geld bereit. Drug dealer drama. Alter, bist du wach? Was willst du? Kokain, Skido, Acid. Du zahlst den Nachtaufschlag. Lass mich nicht warten, sorry.
Wegen vorhin. Brauche mehr. Bist du da? Ja, komm. Komm nicht und fick dich. God, Nathan. You're out of control. Jo, brauch Gras, etc. Sofort. Beruhig dich, flippst du aus? Bald, sei cool, bitte. Strand, benimm dich diesmal. Uiuiui. So it was you. Now I can officially call you a psycho stalker. Halt deine große Klappe oder ich mach dich platt, ich weiß, wo du schläfst. No, Nathan, it's time for you to watch out. Asshole. Ey, Nutze, Emanzen gehören ausgelöscht. Is this from Nathan's father? That's brutal. Bitte ruf mich nicht auf der Arbeit an. Ich habe dir das schon mal gesagt. Und bekifft sein ist keine Entschuldigung mehr. Ich habe keine Zeit für deine Dummheiten. Du willst, dass ich dich wie einen selbstständigen Erwachsenen behandle? Beeindruck mich. Nichts wäre mir lieber, als stolz auf dich sein zu können. Arbeite dran. Alter. Take a breath, Max. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Oh, das, wo er ihn angerufen hat für die Wegbeschreibung. Hier. Uhr 10:26. Am 10.04. Nee. Das war hier. Nee. 10:50. Am 7.10. Siebter, Zehnter, 11 Uhr. Das muss es sein. So, this infamous party was the 4th. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? Dritter. That beach is like Frank's main office. Auch nicht. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Auch nicht. Somebody is stocking up on gas. Why? Das könnte sein. If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. Oh, that has to be the Prescott estate. Poor rich Nathan. Auch nicht. Not much out there. Hier, das muss es sein. Das eine Bild hier. No doubt that Nathan stays in his dorm room. So das he nicht. Could be hiding clues there too. Chloe, this is definitely the place. Let me dig up some more clues here. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. Just some shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Prescott's. Somebody named Harry Aaron Prescott. I'm shocked. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody, except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite.
We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Ich glaube, Leute, ich weiß nicht, wie weit wir in 5 Minuten sind. Wie lang dann, also ob ich dann speichern kann oder nicht. Deswegen würde ich sagen, ich beende hier den Part. Es tut mir leid, dass es erstens ein kurzer Part ist und zweitens bei so einem Hänger endet. Es tut mir echt leid. Aber, ja, wir müssen... Ich muss es machen, sonst wird das bestimmt ein halber Stunden-Part oder so. Und ich kann hiernach keinen weiteren Part mehr aufnehmen. Sonst würde ich halt weiterzocken, aber es tut mir leid. Ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.